Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danny ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir eine Mission von Arcadia abgeschlossen, von Chase aus Arcadia. Wir haben herausgefunden, was Dima machen will. Und zwar will er... Entschuldigung. Ich habe mich übrigens hierhin teleportiert, weil wir haben ja noch eine andere Mission von Arcadia. Ja, wir sollen seine Erinnerungen von den Kindern des Atoms hier zurückholen. Und ja, das tun wir aber erstmal ein bisschen. Übrigens, Danze ist wieder da. Das tun wir erstmal ein bisschen auf Eis legen und machen erstmal die eine Mission. Ja, ach ja, ich kann ja 80. So, jetzt machen wir den hier. Verdammt. Ach, ich habe einen kritischen Treffer. So. Ich dachte erst. Blinkt gar nicht mehr, kritische Treffer. Mein Gott. Weil die überflüssige Zeitlupe. Muss ich mal die Kamera irgendwie bewegen. Ich kann die Kamera auch während des Vortests hier bewegen. Das ist eine riesige Rauchwolke. Ach ja, war ich doch schon mal. Jetzt soll der nur Stresspart abgelaufen. Einer. Mein Gott, war der einen verformten Körper. Ich merke nur ein. Wie frei einstellen? Bist du denn drauf? Hast du was Tanze? Ja, ich glaube, das ist mal blutiger Tod. Ja, vor allem, ich war schon mal hier. Jetzt muss ich ja noch mal alles aus dem Weg räumen. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt kommt ein Kampfthema. Ich mach das Licht an. Hi, was geht? Wir sehen ja schon, der ist mal powered. Und wieder kommt zwar immer so ein Schuss durch, aber es ist schon ein bisschen, ja, übertrieben stark, was ich hier ab. Nee, da komme ich nicht rüber. Was hier passiert mit dem Teil? Ich liebe es. Endlich bin ich auch mal überpowered. Oh Gott. Ah, ja, hi. Ich erst aus dem Flammenwerfer. Alter, aufpassen. 42. Ich habe ja wieder so viel Simpacks, ne? Ich komme jetzt immer viel mehr, als ich wieder verbrauche. Ich habe einmal 10 Simpacks gekauft in Dingens, in Diamond City. Und ja, seitdem, aua. Habe ich keine Probleme mehr. Vergiftet. Wie ist Stimpaks? Ich rede ja zwar von Stimpaks, das heißt nicht, dass du auch welche benutzen darfst. Wo ich gerade gute Teile weg. Jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Weil irgendwie alle Gegner hinterlassen jetzt hier irgendwie ein Stimpak in letzter Zeit. So, hier muss ich aber gar nicht hin. Da sind wir zwei Dinger. Ach, hier ist das. Okay. Dann kann ich ja die Notiz endlich mal entfernen. Das geht nur mit einem Schlüssel auf.
Oder auch nicht anscheinend. Hallo. Ah, Victorias Schlüssel, der muss doch hier irgendwo sein. Kapitänsmütze. Ein Tauchanzug, ne? Au! Kannst es wagen? Wo ist das? Ist nicht hier. Ist schon irgendwo hier runter, ne? Vielleicht irgendwo hier. Ja, wahrscheinlich jemand das ganze Gebiet irgendwo mal abgrast mit dem Tauchanzug. Dann nenne ich den Part unter dem Meer. Ist gar nicht mal eine schlechte Idee. Ja, wir können wieder zurück. Geil. Aber ich muss ja noch mit den anderen Zins irgendwie reden. Und denen irgendwie helfen, so wie es aussieht. Was ist das denn? Oh. Die Siedlung Arcadia wurde als Zuflucht für befreite Zins gegründet, die unter ihresgleichen leben möchten. Neue Informationen im Ladebildschirm. Wer hätte das gedacht? Das Spiel ist up to date. So. Martin Danze, das wird dir jetzt nicht gefallen. Was du hier drin siehst. Jetzt sieht man gleich nur, wie der einfach nur um sich schießt. So, was sind's? Ihr seid nicht politisch korrekt. Die Botschaft sind, die sind schon so ein bisschen rassistisch, ne? Und ja eigentlich alles nicht menschliche hier wegballern. Paladin Danzer hat das gehasst. Ja, lass mal sehen. Ja? Ich habe diese Speicherlaufwerke, die du haben wolltest. Oh, das ist super. Danke. Nur die zwei? Wirklich? Ich dachte, es wären drei. Du hast nie von einer bestimmten Menge gesprochen. Gibt's ein Problem? Hm? Nein, kein Problem. Nicht wirklich. Es ist nur, ich war mir eigentlich sicher, dass es drei waren. Nun, du hast deinen Teil erledigt, also erledige ich meinen. Danke, dass du mir... Verdammt, hätte ich noch einen finden müssen, oder was? Gott, verdammt, nein, keine Ahnung. Ah, wie geht's mit der Mission jetzt her? Hey! Ist einfach weg! Der Betreuer bricht... Was ist das schon wieder? Oh, dann sind wir fertig anscheinend. Alter! Ich wollte schon sagen. Hey. Oh, Level ab. Nehmen wir direkt Dingens hier. Die nächste Stufe hier von Blutiger Tod. Du verursachst jetzt 10% mehr Schaden. Kampf. Plus die paar Prozent, die wir letztens bekommen haben. So, Schaden 71. 71, warte mal, Striker 110, 12, 71. Ja. 110, 12, 71. Was? Hier ist hier geholt. Ja. An das Bein, da gehe ich da Blutig Maske, Vorsicht vor mit Finger. Ja, okay, wenn er nur im Kampf angezeigt wird, dann wird es ihm nur im Kampf angezeigt. Weil jetzt mal hat man da einen Unterschied direkt gesehen, glaube ich. Was soll's? Alter, ich habe gedrückt. Ja, okay. Okay. So. Mach mal einfach weiter. Ich will mal die Kinder des Atoms sehen.
Irgendwann muss man aber auch fähig werden, hier mit Fahrer. Irgendwann. Wo sind die hier? Der Nukleus. Wie der König unter Nuka-Colas. Okay, gehen wir weiter. Sieht man jetzt einen Unterschied? 71, 1210, nein. Oh, da war im Kampf. Ja, ich muss mal das Menü öffnen im Kampf. Gleiche Katan, habe ich das schon erkundet? Nö, doch, meine ich. Fast wie in Skyrim. Au. Aber den Berg runterlaufen wie in Skyrim. Was war das? Da war ich glaube schon, oder? Ich weiß ja nicht, erkundet. Hallo. Ja, ich habe es mir irgendwie gedacht. Halt. Aber ich nehme an, ich tue mehr Schaden anrichten jetzt, ne? Weiß der sich heilen konnte? Alter! Halt mal still, Alter! Was ist das? Sehr gut. Überdramatischer Tod. So. Also ich wollte gar nicht gegen so ein Viech kämpfen. Oh Gott. Wir nehmen einen Umweg. Ich kann mich da auch irgendwie importen. Nee, aber da finde ich irgendwie ein paar Sachen. Wir sind sowieso da lang. Warum ich jetzt da rüber? Nichts gesehen, da war niemand. Nee, habt ihr ihn da gesehen? Hallo? Habt ihr ihn geraucht? So, im Funkturm haben wir den erkundet. Ja, ich glaube. Manchmal sehe ich nicht, ob das umrandet sein soll oder nicht. Ja, mal schon. Mal schauen. Ach, schauen. Mein Sohn. Der jetzt älter ist als ich. Ich habe versucht, irgendwann mal mit denen zu reden. Vor, was weiß ich, wie viel Parts. Bin zu ihnen hingekommen, aber der lässt sich nicht mit sich reden. Hallo, gibt das hier viel Strahlung? Ja, ist ja die Basis von den Kindern des Atoms, ne, ist klar. Leute, es. Mein Gott, heile ich irgendwie viel. Meine AP heilen sich voll schnell hoch. Hab ich irgendeine Fähigkeit oder so? Wird beschleunigt. Der Nukleus. Das kannst du nicht tun. Wir waren loyal. Großfanatiker für euch. Es bestehen Zweifel an eurem Glauben. Ihr müsst euch beweisen. Einer kehrt zu uns zurück. Der andere zu Atom. Richter, das ist Wahnsinn. Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir... Hast du noch weitere Fragen? Das wäre alles, Schwester. Danke, Großfanatiker. Wer ist mit größten Wahnsinnigen? Hi. Du, was machst du hier? Hat Verhaber dich geschickt? Alles okay. Ich bin nicht aus Verhaber. Ich bin aus dem Commonwealth. Eine ganz schöne Reise. Dann erklär mal, was du hier tust. Suchst du einen Platz unter Atoms Kindern? Was ist mit diesen beiden Kindern des Atoms passiert, die
verhört wurden. Es ging um Loyalität. Brauch dich nicht zu kümmern. Und wenn du dich Atoms Gläubigen nicht anschließen willst, gehst du besser. Ich bin dabei. Ich würde gerne mitmachen. Bin dabei. Die Entscheidung über Neuzugänge überlassen wir Atom. Du musst ein Ritual durchlaufen. Ich hätte aber keine Früchte, die mir irgendwie Halluzinationen geben, so wie in Fallout 3, okay? Da war doch was. Point Lookout. In Ordnung. Ich tue, was Atom verlangt. Hoffen wir, er befindet dich für geeignet. Nicht weit von hier gibt es eine kleine Quelle. Trink von ihr und folge dem, der sich dir bietet. Wenn du zurückkommst, sprechen wir über deine Aufnahme. Irgendwie so ähnlich war dein Point Lookout auch. Da ist es nur, ja, es von so einer Frucht, ne? Dann habe ich irgendwie gesehen, wie so eine Nagel durch den Boden irgendwie gezogen worden ist und so einen Faden gezogen hat. Oder so ein Skelett auf so eine Liege, und drauf steht Mutter. Und eine Säge, die einfach nur irgendwie gesägt hat. War ziemlich krankes Zeug. So, doch, da waren wir doch schon mal, ne? Lass mal reingehen. Ja, meinen direkten Weg. 8 Strahlung pro Sekunde. Geil. Boah, sind hier noch viele Orte. Hallo? Da ist ein Baum, den muss ich untersuchen. Und da ist ein Gegner. Ach. Ihr seht mich nicht, ich sehe nicht euch. They can't see me. I can't see them. Okay. Ah, in die Strahlung weg. Dann kann ich ja den hier machen. So, Baum. Warum ich hier so schnell bald hinrenne? Also Zeit. Nur erst bei paar 250. Leuchten ein. Oh. Ich muss, glaube ich, im nächsten Part sehr viele Raiderways benutzen. Illusionskern, danke. Take leave, Tom. Change nothing, consume all. Okay. Mein Gott, ist ja alles verstrahlt. Ich meine jetzt nicht hier im Sinne von verstrahlt, sondern verblödet, verstrahlt. Mein Gott, meine AP. Aber ich ein bisschen Strahlung gefressen ab. Ja, okay. Ich soll da was von trinken. Warum denn nicht? Ist noch irgendwas anderes in der Nähe. Ich würde gerne im nächsten Part mal. Ich sehe schon irgendwie, kommen wie irgendwas richtig abgedreht passiert. Wenn ich mal alles hier in der Gegend erkundet. Was ist da? Das ist ein Nukleus. Die Bäume, die spacken alle irgendwie so ab. Na komm, hier wird schon nichts passieren, oder? Ich hab's gewusst. Folge der Gestalt. Ich würde aber sagen, mach mal in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.